Tai Chi im Supermarkt. Hallo, ich bin der David und bei mir kannst du ganz einfach Tai Chi lernen. Tai Chi im Supermarkt trainieren? Sehr merkwürdiges Video, denkst du dir wahrscheinlich. Und ich gebe zu, der Titel ist ein kleines bisschen reißerisch. Worum es heute eigentlich geht im Video ist, dass wir uns mal bewusst machen, was formelles Training ist und was informelles Training ist. Da gibt es nämlich zwei gute Unterschiede und die meisten Leute trainieren nur formell und vergessen dann das informelle Training, was einen unglaublichen Mehrwert bringt, als Zusatz, als Erweiterung zu ihrem üblichen Training, und das soll heute praktisch Thema sein. Also, was ist formelles Training? Formelles Training sind zum Beispiel feste Unterrichtszeiten. Ja, in deiner Gruppe, in deiner Tai-Chi-Schule, in deinem Kurs, egal was du machst, wo du dann dienstagsabends um 19.30 Uhr 2 Stunden lang trainierst. Das kann aber auch sein, dass du dir feste Zeiten selbst vorgenommen hast, dass du jeden Morgen zum Beispiel ein paar Qigong-Übungen machst, nach dem Zähneputzen vorm Frühstück. Formelles Training ist also dadurch gekennzeichnet, dass es geplant ist, dass es alleine oder mit einer Gruppe gemacht werden kann, mit einem Lehrer, es einen Plan gibt und dass es auch über einen längeren Zeitraum geht. Das heißt, du trainierst in der Regel so 30 bis 60 oder 120 Minuten, je nachdem, wie das Unterrichtskonzept bei dir ist oder dein eigenes Trainingskonzept. Das informelle Training dagegen ist ein Training, was ungeplant und spontan stattfindet. Was zum Beispiel dazu genutzt wird, um Pausen zu überbrücken oder Wartezeiten. Oder was auch von anderen Dingen inspiriert sein könnte. Zum Beispiel von diesem Video. Du könntest jetzt, während du dieses Video guckst, dich hinstellen, die Knie ein bisschen beugen, Schultern lösen und ein paar Bewegungen einfach machen. Und schon wärst du in einer Art informellem Training. Es gibt für dieses informelle Training keine Vor- oder Nachbereitung. Und dieses Training kann auch manchmal nur Sekunden dauern oder auch nur Minuten und dann wieder sich auflösen in den Alltag. Es gibt Beispiele, zum Beispiel von Meister Chin Shao Wang, wo Jan Silbersdorf mal erzählt hat, dass sie vor einer Botschaft auf ein Visum gewartet haben und sich dann einfach vor die Botschaft gestellt haben und die stehende Säule geübt haben. Das ging dann auch mehr als ein paar Minuten. Das wäre auch so eine Art spontanes, informelles Training. Ja, die Meister trainieren eigentlich permanent, die kommen gar nicht mehr aus diesem Trainingsmodus raus. Bei uns ist das ein bisschen was anderes, aber wir können in diese Richtung auch so ein kleines bisschen mal mit der Idee des informellen Trainings reingehen. Was sind jetzt Vor- und Nachteile von formellem und informellem Training? Nun, das formelle Training ist eindeutig die Grundlage. Ja, das ist die Basis deiner Entwicklung. Du solltest immer auch formelles Training haben. Am besten täglich natürlich, aber die meisten, so weiß ich es zumindest von meinen Teilnehmern, haben das 1, 2, vielleicht 3-mal in der Woche im Unterricht und vielleicht machen sie zu Hause noch ein bisschen was. Aber das ist okay, ja, das wäre formelles Training. Das informelle Training sehe ich als einen Zusatz, einen wichtigen Zusatz, vor allen Dingen, um den Transfer vom Trainingsraum in den Alltag zu gestalten, ja, dass du eben auch im Alltag an Tai Chi denkst und Tai Chi praktizierst. Es gibt ja diesen alten Witz, wo dann der junge Mönch den Abt fragte, darf ich eigentlich beim Meditieren rauchen? Und dann war der Abt sehr erzürnt und sagte, nein, das geht überhaupt nicht. Wenn du meditierst, dann solltest du dich ganz auf die Meditation konzentrieren. Und der etwas ältere Mönch fragte dann den Abt, darf ich denn beim Rauchen meditieren? Dann sagt er, natürlich, meditieren kannst du eigentlich jederzeit. Und so ist es auch im Tai Chi. Du kannst eigentlich jederzeit Tai Chi praktizieren, wenn du irgendwo im Alltag bist und ein bisschen mal die Aufmerksamkeit von außen nach innen lenkst, durch den Körper deinen Bodyscan machst oder ein paar Bewegungen einfach zwischendurch mal machst, vom Schreibtisch aufstehst und dann wieder zurück in den Alltag kommst. Was du hier meistens trainierst, sind Prinzipien. Ja, vielleicht hast du am Dienstag da in deinem Unterricht ein bestimmtes Prinzip gehabt, Zentrumsbewegung zum Beispiel. Und dann kannst du im Laufe der Woche einfach hier und da mal ein paar Bewegungen aus dem Zentrum heraus gestalten, die so im Alltag sind. Und schon wäre das eine Idee von informellem Training. Das sind manchmal auch Ausschnitte aus Formen, dass du dir vielleicht einfach nur 2, 3 Bewegungen anschaust, die neuesten, die du gerade gelernt hast, und die nochmal kurz wiederholst. Oder wenn du eine ganz kurze Körpermeditation machst, um zum Beispiel dich vor einem Meeting nochmal vorzubereiten und nochmal den Geist zu sammeln. Diese ganzen Sachen sind
vielfältig. Und deswegen wäre meine Frage jetzt, was für eine Idee hättest du? Wo würdest du noch Ideen für ein informelles Training finden? Wo könnte man überall in deinem Alltag nochmal Tai Chi oder Qigong-Elemente einbauen? Schreib mir das doch bitte sehr gerne in den Kommentaren und gib mir gerne auch ein Like. Und wenn du dieses Video magst und weitere haben willst, dann abonniere doch bitte auch gerne meinen Kanal. Wenn du was zum Tai Chi Online-Kurs lesen willst, dann kannst du unten in der Beschreibung auch nochmal nachschauen. Da habe ich einen kleinen Link dazu. Und da werden wir sehr formell trainieren, 7 Wochen lang. Aber gerade im Online-Kurs wird auch das informelle Training ein ganz wesentlicher Bestandteil sein, weil wir nämlich im Kurs nicht nur dieses Tai Chi lernen wollen, diese Form und die Prinzipien, sondern vor allen Dingen auch einen Transfer in den Alltag gestalten wollen und eine regelmäßige Übungspraxis aufbauen wollen. Also dann, viel Spaß beim formellen und informellen Training und bis bald. Tschüss.